Hallo und herzlich willkommen bei Randall's Mondel. Ich freue mich, euch dieses Spiel jetzt einmal mal so kurzerhand präsentieren zu können. Ich weiß noch nicht, ob ich als Testaufnahme raushaue oder einfach so spontan als gute Laune Let's Play. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen, wenn ich aufgenommen habe ein Stück, und wir starten sofort das Spiel. Du reist durch eine andere Dimension. Oh, Entschuldigung. Eine Dimension, die nicht nur von Freaks und Geeks, sondern auch von einem Zwerg namens Carlos bewohnt wird. Es ist eine Reise zum Gummibärchenhaus in der Lollipopstraße, wo die Grenzen nur durch die eigene geistige Gesundheit gesetzt werden. Dort vorn ist ein Schild, auf dem steht: Begleiche deine Schulden oder du kannst deinen Beinen auf Wiedersehen sagen. Okay, Banksing. Das Leben hat für jeden von uns von allem etwas. Ein paar nette Überraschungen, tragische Verluste, neue Freunde, Verrat. Wünschen wir uns nicht alle, wir könnten noch einmal zurückgehen, um alte Fehler, die wir gemacht haben, auszubügeln. Aber was, wenn der Mann, der diese Chance bekommt, ein soziopathischer, kleptomanischer, nichtsnutziger Vollidiot ist? Alter, mal recht. Der kommt nie aus seinem Zimmer. Ich habe ihn die letzten 6 Monate nicht gesehen. Ich weiß nicht mal mehr, wie sein Gesicht aussieht. Ha, der kommt nicht mal raus, wenn er aufs Klo muss? Nein, ich schätze, dafür sind die ganzen Heimer. Ich wette, er ist tot. Nee. Er kommuniziert immer noch über Grunzlaute. Grunzlaute? Randall, bitte sag mir, du redest nicht von unserem Hochzeitsgeschenk. Ganz locker, Liebling. Wir reden von seinem Mitbewohner. Yep. Außerdem, so wie es aussieht, könnte mein Geschenk gar nicht grunzen. Die moderne Wissenschaft ist immer noch weit davon entfernt, ein rappendes Schwein zu züchten. Also muss ich mir leider was anderes einfallen lassen, Matt. Entspann dich, Alter. Der Gedanke zählt. Jungs, ich will einfach keine Szene auf meiner Hochzeit. Ist das echt zu viel verlangt? Szene? Was meinst du mit Szene? Das weißt du ganz genau. Wir sind lange genug befreundet. Ich habe eine sehr gute Vorstellung davon, was du für eine unvergessliche Erfahrung hältst. Ja, also wir spielen Randall, die etwas lustige und sieht sehr nach Schlafmangel, Figur aus. Schlafmangel besitzende Figur aus. So, wir haben die Auswahl. Zum Beispiel meinst du, wie das eine Mal, als ich dem Bus voller Nonnen die Wegbeschreibung zu einer Lesbenbar gegeben habe? So wie damals, als ich das Gewiss von Mads Oma auf eBay bestellt habe? Hehe. Redest du von der Sache, als ich versucht habe, Freddys Mercurys besoffenen Geist zu beschwören? Ganz ehrlich, ich tendiere absolut zu 1. Also nehmen wir die. Zum Beispiel? Meinst du, wie das eine Mal, als ich dem Bus voller Nonnen die Wegbeschreibung zu einer Lesbenbar gegeben habe? Ja, das würde ich als unvergesslich beschreiben. Das war's, und ich würde lügen, wenn ich sage, das wäre nicht lustig gewesen. Aber eins sage ich euch, sowas will ich nicht auf meiner Hochzeit. Das wird der wichtigste Tag meines Lebens und ich will nicht, dass ihr ihn ruiniert. Naja, deine Sache. Aber jeder weiß, dass Matt echt romantisch sein kann, wenn er will. Jeder. Wie ist das dann bitte an mir vorbeigegangen? Ach komm, Sally. Ich sag dir fast jeden Tag, wie sehr ich dich liebe. Ich bin super romantisch. Ja, klar. Weiß jetzt gar nicht, was romantischer ist, wenn du es rülpst oder mir einen Binärcode sagst. Nein, er meint sicher, wenn er es in Binär rülpst. Matt gibt in der Hinsicht immer alles. Merkst du daran, dass er fast erstickt, wenn er das macht? Ah ja, übrigens. Wohin geht's denn in den Flitterwochen? Was trinken wir hier nochmal? Und zieht ihr zwei dann in Matts Wohnung? Wir fangen mal von unten an. Und? Zieht ihr zwei dann in Matts Wohnung? Ja. Genau, das war der Plan. Aber ich sehe mich schon nach einer neuen Bleibe um. Was? Du willst ausziehen? Ach komm schon, meine Ma hat uns gerade den Herdomatic 9000 besorgt. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Wohnt die jetzt bei seiner Ma oder hat er eine eigene Wohnung? Ist jetzt so meine Frage. Vielleicht erfahren wir das nochmal auf der Spiel. Was trinken wir hier nochmal? Irgendeine Art Bier, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Ich vermisse die Cocktail. Das waren noch Zeiten. Kein Scheiß. Wohin geht's denn in die Flitterwochen? Also, ich finde ja Italien so richtig romantisch.
Der Big Ben, London? Der Eiffelturm, Paris? Das Pantheon. Weiß ich nicht. Oh, es wäre so schön da. Oh, Sally, ich hab dir doch schon gesagt, das ganze Zeug ist in Deutschland. Nein. Außerdem ist Libyen immer noch meine erste Wahl. Ich würde sterben, um die Pyramiden zu sehen. Was haben die gelernt? Ich verschwinde mal eben. Bringst du uns noch 2 Bier auf dem Rückweg mit, Schatz? Noch mehr Alkohol? Damit du noch heißer aussiehst. Versprich mir einfach, dass du dieses Mal nicht kotzt. Hey, komm schon. Wie soll er das versprechen? Sally, wir werden heiraten. Du musst mir einfach vertrauen. Davon abgesehen, ich halte nichts mehr vom Kotzen. Fühlt sich irgendwie nach Abzocke an, weißt du? Ich meine, das, was da aus mir rauskommt, habe ich schließlich bezahlt. Okay, es ist einfach... Also ich dachte, wir machen zur Feier des Tages etwas Romantischeres. Weißt du, was echt romantisch wäre? Lass mich raten. Die nächste Runde? Sally, wieso? Kennst du mich nur so gut? Alter, sieh dir das mal an. Das ist der Ring, den ich für Sally besorgt habe. Was hältst du davon? Sieht auf jeden Fall teuer aus. Naja, ist ja deine Kohle. Das ist das Beste dran. Hat mich nur ein Dorito gekostet. Bullshit, Matt. Wenn du den geklaut hast, kannst du es mir sagen. Ich nehme mir auch manchmal Sachen, die mir nicht gehören. Ich weiß, jeder weiß das. Aber ich habe ihn nicht geklaut, Alter. Ich habe ihn von dem Penner, der in meiner Gegend lebt. Dann würde ich sagen, der mag dich. Das war echt seltsam. Der Typ war verrückt, sage ich dir. Hat nicht aufgehört, davon zu reden, wie der Ring sein Leben ruiniert hat. Meinte, er sei verflucht und würde die Welt vernichten. Vielleicht meint er das als eine Art Metapher. Alter, du hast ihm einfach ein paar Doritos gegeben und er dir dafür den Ring? Der mag dich definitiv. Mann, Randall, der Punkt ist, ich habe ihn dann zu einem anderen Kerl gebracht. Und der meinte, das ist 780,563 karätiges Gold. Und irgendwie ist das Ding auch noch Saphir-Rubin-Smaragd beschichtet. Glas schneiden und Autos kurzschließen kannst du auch nicht. Echt jetzt? Kann ich mal haben? Alter, du bist mein bester Freund. Deswegen bist du ja hier. Aber nie im Leben lasse ich diesen Ring in die Nähe deiner kleptomanischen Pfoten. Das mit dem Robotaschenrechner-Zwischenfall wirst du mir ewig vorhalten, oder? Wir waren doch noch Kinder. Nein, ich will nicht, dass jemand diesen Ring anfasst. Ist ja gut. Ich bin sicher, sie wird ihn lieben. Sieht echt schick aus. Schick? Schick? Dieser Ring ist besser als schick. Er ist fantastisch. Er ist der wundervollste Ring der Welt. Je länger ich ihn ansehe, desto eher möchte ich ihn ganz für mich. Was willst du ganz für dich? Dich, mein Schatz. Nur dich. Oh, naja. Hier hätten wir es, Jungs. Letzte Runde. 5 Runden später. Oh. Überall Müll, soweit das Auge sehen kann, das ist ein großes Problem. Oh. Das buchstäblich anfängt zu stinken. Ich fürchte, irgendwas wird über mich herfallen, wenn ich seiner Tür zu nahe komme. Ich würde echt wetten, er ist tot. Nein, Alter, ich sagte es dir doch. Ja, Grund, um sich zu verständigen. Jungs, wir feiern hier unsere Verlobung. Warum reden wir schon wieder über Randalls Mitbewohner? Keine Sorge, Liebling. Der Freak ist tot. Ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt schon am Ende am Lachen. Also, mir fällt das echt schwer, nicht zu lachen während der Dialoge. Es fällt mir auch echt schwer, nichts dazu zu sagen, weil ganz ehrlich, wie war das letzte Runde, 5 Runden später? Alleine das ist schon der Lacher schlechthin. Dann, also ganz ehrlich... Ich spiele ja im Moment auch Deponia von Dedelec. Und ganz ehrlich, ich wollte mir ja auch noch die anderen Spiele von denen holen, aber ich bin jetzt schon der Meinung, die machen echt geile Sachen. Ich muss dazu sagen, ich liebe dieses Spiel. Noch mehr als Deponia und alles andere, weil du kannst so viel Scheiße labern, du kannst so viel Mist anklicken. Das ist total nach meinem Geschmack. Ich hoffe auch übrigens, dass der Ton nicht zu laut ist. Und so machen wir mal weiter. Also, wo heiratet ihr eigentlich? Wie? Ihr erinnert mich an ein paar alkoholkranke Hamster, die ich in meiner Schulzeit hatte. Die hatten ein langes Leben, weißt du noch, Matt? Ich glaube, ich habe genug für heute. So, wer fragt nach der Hochzeit? Wo heiratet ihr eigentlich? Ich habe St. Gilbert wirklich gern, aber Matt hat gehört, sie haben einen dreiköpfigen Affen in den Katakomben begraben.
Das macht die Küche irgendwie gruselig. Echt? Ich kann an gar nichts anderes mehr denken. Liegt vielleicht am Alkohol. Wir nehmen den Hamster noch dazu. Erinnert mich an alkoholkranke Hamster, die ich in meiner Schulzeit hatte. Wir haben Hamster. Die hatten ein langes Leben. Weißt du noch, Matt? Ich hoffe mal, wir enden nicht wie diese armen Nager. Alter, mach mir jetzt kein schlechtes Gewissen deswegen. Ich habe keine Ahnung, wie die in den Ofen geraten sind. Vermutlich waren sie benommen und verwirrt von all dem Stress und Alkohol. Mögen sie in Frieden. Erstens, wie kommen Hamster an Alkohol? Zweitens, wie kommen die von Käfig bis in den Ofen? Drittens, hat Randall überhaupt ein Gewissen? Allein die ersten 5 Minuten im Spiel oder erst 10 Minuten im Spiel sagen mir, der Typ hat kein Gewissen. Ich hab genug für heute. Was? Schatz, du sollst es für heute auch gut sein lassen. Ich? Wieso? Matt, ich find's einfach nicht gut, wenn jedes deine Augen gleichzeitig in eine andere Richtung wollen. Was? Ich find das total. Ja, dieser Chamäleon-Effekt bei Matt. Im Ernst, Matt. Es ist genug für heute. Ich bin okay. Er ist okay. Ja, war nicht okay. Na toll. Also, kannst du mal nach ihm sehen? Ich habe keine Lust, mir noch ein paar Schuhe zu ruinieren. Ich hab dir ja gesagt, du kannst ihn nicht vom Kotzen abhalten. Das ist, weiß nicht, seine Mutantenkraft oder sowas. Was. Klar, die abgestandene Luft mit ihrer dezenten Kotznote macht mir einen Kopfschmerzen. Etwas frische Luft mit Kotznote. Nehmen das erste. Ich hab dir ja gesagt, du kannst ihn nicht vom Kotzen abhalten. Das ist, weiß nicht, seine Mutantenkraft oder sonst was. Hoffentlich geht er erst mit dem Alkohol nach der Hochzeit etwas ruhiger an. Oh. Oh, klar, nach 1 oder 2 Monaten auf Hochzeit sein, wird er was Stärkeres brauchen. Heroin, Meth oder so. Ja, mal ganz ehrlich, ich bin ja auch kein Fan von Hochzeiten und all dem. Aber ich glaube mal ganz ehrlich, der wird nicht kürzer treten nach der Hochzeit. So, wir schauen uns mal an. Flaschen. Oh Gott, Heli. Immer wenn sie in der Nähe ist, sträuben sich mir die Nackenhaare. Ich hoffe ja immer, dass das meine Spinnen sind, die mir sagen, dass Green Goblin in der Nähe ist. Aber nö, ist immer nur sie. Also ich weiß nicht jede Anspielung, muss ich dazu sagen. Ich habe das Spiel selber persönlich noch nicht durchgespielt. Ich weiß absolut nicht, wie das Ende ist. Ich habe damals bei Kronk im Stream zugesehen, habe es danach bei Steam auf die Wunschliste geschmissen und habe es vor kurzem von einer Freundin geschenkt gekriegt. Ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung, wie das Ende ist. Ich habe keine Ahnung von der Hälfte der Anspielungen hier in diesem Spiel. Der Herr der Ringe haben wir ja vorhin mit dem Ring mitgekriegt. Das haben wir alle gesehen. Aber ich bin mal ganz ehrlich, nö. Ich habe auch keine Lust, jede Anspielung zu kennen. Wie geht's, Helene? Viel besser jetzt, wo du hier bist. Ist schön. Bin nämlich hier, um dir zu sagen, dass da ein Geschenk für dich in der Gasse wartet. Ist von Matt. Hörst du das? Das ist ein Geschenk. Oh, na toll. Weiß dein Freund SpongeMatt nicht, wann er genug hat? Mm-mm. Naja, da war dieser eine Mal, als wir noch klein waren. Ach, warte, da hat er auch gekotzt. Weiß ich auch nicht, aber er nimmt niemals ohne zu gehen. Er nimmt niemals ohne zu geben. Elaine, Matt ist wie diese grüne Dinge aus Ghostbusters. Überall, wo er hingeht, überlässt er eine Spur aus grünem Schleim. Elaine, Matt ist wie dieses grüne Ding aus Ghostbusters. Überall, wo er hingeht, hinterlässt er eine Spur aus grünem Schleim. Ist das so? Okay, aber was anderes. Willst du mal was unternehmen? Was unternehmen? Mit wem? Habt ihr eine neue Bedienung? Ist sie heiß? Hat sie einen Freund? Steht sie auf mich? Könnte sie mich im Arm drücken, Flamm? Nein, wir haben keine neue. Also, was dann? Möchtest du vielleicht mal mit mir ausgehen? Oh, das ist so böse. Ich kenne die Antworten noch nicht mal, aber es ist so böse. Ich weiß jetzt schon.
Ellen, mit dir würde ich nicht mehr ausgehen, wenn mein Leben davon abhänge. Wenn ich Lust auf einen qualvollen Tod hätte, würde ich mit mir eher die Pulsader mit einem Löffel aufschneiden, als mit dir auszugehen. Ellen, ich stehe auf Science Fiction. Und so, aber ein Date mit einem Ellen ist dann doch etwas zu viel. Oh weia, es ist so böse. Aber mal ganz ehrlich, guckt sie euch an. Okay, sie sieht nicht schlecht aus, so im Groben betrachtet, nein. Aber ich würde jetzt so den Mund komplett verändern, die Augen und die Nase. Ja. Ich bin pingelig, tut mir leid. Wir nehmen dich als Letzter, das klingt noch am höflichsten. Ah, weißt du, ich glaube nicht, dass ich gerade bereit für eine Beziehung bin. Oh, das ist... Okay, keine Sorge. Ich sehe dich dann. Oh, ist ja nett. Hat er doch nett formuliert. Wer ist das? Der sieht aus wie ein Roadie von so einer Soft-Metal-Band. Red mal. Wüsste nicht, was ich sagen soll. Okay, wir haben aber noch hier hinten die Flaschen gehabt. Von den Flaschen sehen echt komisch aus. Können wir die anfangen? Würde ich gern alle aussaufen. Würde mich wahrscheinlich umbringen. Immerhin würde ich glücklich sterben. Oh ja, so. Würde ich gern, aber ich komme nicht ran. Okay, wir können auch hier hinter übrigens gehen. Ich habe mich ja schon, wie gesagt, ich kenne ja den Anfang so ein bisschen. Der arme Charlie, den sollte ich nicht stören. Der meditiert. So sieht's zumindest aus. Können wir sein Bier mitnehmen? Ich würde sein Bier mitnehmen, bitte. Den wecke ich lieber nicht auf, der meditiert. Glaube ich. Meditieren sieht anders aus. Den störe ich lieber nicht. Jedenfalls noch nicht. Okay. Wen haben wir hier? Das ist Pater Roy, eine lebende Legende. Okay, warte, hier, da. Was geht, Pater? Wie immer eine echte Stimmungskanone, hä? Keiner legt Hand an Pater Roy. Er ist unantastbar. Die sehen beschäftigt aus. Kann man die trotzdem stören? Ich störe mal lieber nicht. Ach nein, das macht er nicht. Warte. Das Paar? Paar, ich will das Paar nicht. Die will ich nicht stören, die haben zu tun. Okay, dann nicht. Können wir das finden? Ein paar schöne Billardstöcke. Bevor Eleni die besorgt hat, haben wir mit den Füßen gespielt. War ehrlich gesagt ganz schön schwierig. Okay, wie haben Sie das gemacht? Billard mit Füßen spielen, das erinnert mich an Fußball. Könnte schwierig werden. Dann schon lieber mit Leuten reden. Okay, warte, nein, Billard? Nicht der richtige Zeitpunkt. Da war noch die Lampe? Was für eine kitschige Lampe. Das ist eine einfache blaue Lampe. Ah, lieber nicht. Okay, müssen wir hier hoch? Auf die Toilette muss ich gerade nicht. Ja, eigentlich schon. Das hier ist nur der Prolog, also lass uns mal zur Sache kommen. Ich finde das schön, wie er uns auf den Prolog hinweist. Ja, ich scheint einfach nicht zu verstehen, dass es Mets Schicksal ist, zu trinken, bis schon mal Dinge passieren. Ach schon, Randall. Sieh nach, ob er schon die ganze Gasse mit seinen Innereien angemalt hat. Darf ich wohl nach Hause mein Hazmat anzuholen? Hey, das ist die Freundin meines besten Freundes. Was ist dein Problem? Mein Problem ist, dass du lallst. Alter! Ja, ein klassischer Matt. Hey Matt, soll ich Pater Wolf für den Exorzismus ranholen? Sieht mir ganz nach einer Falle von Schwalbebrechen aus. Oh mein Gott! Der unglaubliche Metz ist eine unglaubliche Vulkankraft in der Öffentlichkeit ein. Ich habe ja schon Leute, die kotzen aus der Nase laufen gesehen, aber noch nicht aus den Ohren. Was für ein Partytrick! So, wir nehmen die Mutantenkraft, das haben wir drin schon genommen. Oh mein Gott! Der unglaubliche Metz setzt seine furchtbare Mutantenkraft in aller Öffentlichkeit ein. Kotzt du nicht mehr, während du auf den Rücken liegst. Alter, du weißt, dass ich davon halte, wenn du so viel trinkst? Sieh mal, Mel, ich versauf mein Gehalt so gern wie jeder andere. Aber könntest du vielleicht mal etwas Selbstbeherrschung zeigen? Wir nehmen mal das Letzte. Einfach, ich weiß nicht, wenn du so willst. Ich nehme das Zweite, das klingt gut. Alter, du weißt, dass ich davon halte, wenn du so viel trinkst. Ich weiß, Alter, die Party ist keine Party, solange Matt Griffin nicht im Strahl kotzt. Exakt. Aber ich mach mir auch irgendwie Sorgen um dich. Du kaufst dein Essen gar nicht mehr richtig.
Habt ihr eben einen ganzen Nugget gesehen? Ich habe ja neulich diese Doku über Tauben gesehen und ich sag dir, die sind uns weit voraus. Die schlucken einfach alles runter und lassen ihren Magen den Rest erledigen. Naja, dafür hängen sie auch auf Strommasten rum und scheißen Leuten auf den Kopf. Machst du sowas auch? Oh Gott, Julia! Okay, ich sauf es auf mein Gehalt, nehmen wir jetzt. Sieh mal mit, ich versauf mein Gehalt so gern wie jeder andere, aber könntest du vielleicht mal etwas Selbstbeherrschung zeigen? Ich weiß, Alter. Das Leben hat mir heute eine wertvolle Lektion. Wie die 100.000 Mal davor. Echt? Welche denn? Prüf erst nach, ob da ein Obdachloser ist, bevor du hinter einen Müllcontainer kotzt. Okay, so hat er also den armen Mann gefunden, der auf der Straße wohnt. Wenigstens kotzt du nicht mehr, während du auf dem Rücken liegst. Man wird halt erwachsen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir den genannt haben. Kaum zu glauben, oder? Warte, ich glaube, ich hab's. Dr. Griffins Vollmaske. Der Backhorn Golem. 1-2-3 Splash. Wir nehmen 1-2-3 Splash, weil ich mich so an Splash von Hörern hat. Splatoon. Ich spreche das mein Leben lang, werde ich das falsch aussprechen. 1-2-3 Splash? Weit weg, Alter. Okay. Oh, Mann, Scheiße. Was war's denn? Vesuvius Matt. Fesselt jeden. Genau. Wie angepisst ist Sally? Sehr. Ach komm, sie sorgt sich einfach um dich. Ich wiederum rede jeden Tag dem Tod ins Gesicht lachen. Und glaub mir, der Tod ist derjenige, der echt angepisst von mir sein muss. Okay, ich glaube, ich bin hier fertig. Bereit für eine Umarmung? Nein. Matt, ich will... Entschuldigung. Ich wollte gerade vorlesen und lachen zugleich. Das ist eine schlechte Kombi. Matt, ich will dich nicht mehr umarmen, wenn du nicht vollgekotzt bist. Warum sollte ich das jetzt wollen? Abgelehnt, meine Religion verbietet es mir, die Besessenen zu umarmen. Wenn du keiner aufs Maul haben willst, bleib genau, wo du bist. Wir nehmen das zweite. Abgelehnt, meine Religion verbietet es mir, die Besessenen zu umarmen. Ja, ich weiß schon, wie du tickst. Erstens keine Umarmung, zweitens nichts wird geteilt und drittens nicht mit Fremden reden. Und das Wichtigste hast du vergessen. Kein Verändern des Raum-Zeit-Kontinuums. Okay, Ladies and Gentlemen, Vesuvius Matt ist wieder auf den Beinen. Ja. Mir nach, Randall, und versuch dran zu bleiben, denn diese Nacht wird zur Legende. Besoffene Männer, Alter, das ist so durch. Matt, du hast... Genau, der Esel hat super gepasst. Hast du gehört, Randall? Ich glaube, er ist da. Beeil! Hey, Scheiße. Mir geht schon viel besser. Großartig. Dann kannst du mir ja erklären, was die Frau hier in der siebten Tier auf meiner Verlobungsparty will. Ja, also, hör mal, Liebling, ich, Matt, bitte nicht jetzt. Meine Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, Ihnen zu verkünden, dass der Esel angekommen ist. Genießen wir die Magie dieses Augenblicks. Wendelsmonde, wir sind dem Untergang geweiht. Absolut. Tag 1, Montag. Eine Kiste voll Schrott und zu viel Freizeit. Genau. Mach den Wecker aus. Schlaf weiter. Was für eine Nacht. Alkohol, Kotze, Blut und ich glaube, Esel war auch dabei. Naja, Zeit zum Aufstehen. Schätze, ich sollte heute noch zur Arbeit. Ja, Arbeit sollte man machen. Was ist das? Warte mal, jetzt wollen wir mal gucken. Ah, die Daedalic
Krankheit, in Anführungszeichen. Also ich lobe es absolut. Viele andere kritisieren genau das, aber wenn man die Leertaste drückt, sieht man das. Bei Deponia habe ich das als erstes bemerkt. Ich muss dazu sagen, die anderen Spiele von Dedelec, außer die vier Deponia-Teile und Randall's Mondale, kenne ich noch nicht. Ich mache mich noch schlau, keine Sorge. Leertaste und man sieht, was man anklicken kann. Das ist so geil. Also das nenne ich mal Hochkultur. Nö, danke. Das gefällt mir ganz gut. Also das nenne ich mal... So, Fenster? Würde gern sagen, wie schön noch die Aussicht ist. Wer aber gelogen. Guten Morgen, oh Welt. Ich glaube, ich nehme lieber die Tür. Wir wollen nicht durchs Fenster raus. So, wir haben hier unten erstmal den Wecker. Diese teuflische Erfindung erinnert mich jeden Morgen daran, dass ich noch lebe. Okay, okay, das ist sehr böse. Also, wenn der Wecker einen daran erinnern muss, dass man noch lebt, ist echt scheiße. Ich hasse dich, du widerliches Stück Schrott. Schmeiß es weg. Warum sollte ich einen Wecker mit rumschleppen? Gute Frage, nächste Frage. Nur eine Socke. Die war schon da, als ich eingezogen bin. Ach so. Naja, Sockenkauen ist einfach nicht mein Ding. Warum zum Geier sollte ich die Socke mitnehmen? Die bleibt schön da liegen. Ich finde das auch geil. Hier liegt ein Buch drunter, hier ein Stein, damit das Ding überhaupt hält. Ist schick. Scheiß Spielkonsole. Das Ding hat meine Bildung, mein Liebesleben und meine Tiefenwahrnehmung offen gefissen.